Genau, und das Wichtigste kommt zum Schluss, Leute. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Da ich das zweite Mal im Krankenhaus entbinden werde, stelle ich euch heute meinen Klinik-Rucksack für die Entbindung vor. Vergesst nicht zu abonnieren auf diesem Kanal, erwarten euch ganz viele Videos zum Thema Baby, Kleinkind und Schwangerschaft und die Zeit danach. Also wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Zuallererst möchte ich sagen, dass ich aus meiner ersten Erfahrung im Krankenhaus bei Noahs Geburt viel mitgenommen habe, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und deswegen sind das Dinge, die ich jetzt vorstelle, Sachen, die ich wirklich benötige. Wir starten dieses Mal mit meiner Tasche. Ich habe mich dieses Mal für einen Wickelrucksack entschieden von Lessig. Der ist groß genug, um alle meine Klamotten und eben auch die fürs Baby mitzunehmen. Das wird auch mein Wickelrucksack für die Zukunft sein. Ich bin ganz happy darüber, dass ich diesen Rucksack jetzt habe, weil er hat echt viel Verstaufläche und ist ziemlich robust. Anders als beim ersten Mal finde ich, dass man nicht so viel benötigt und deswegen denke ich, dass hier alles reinpassen wird, aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ich bin eigentlich ein guter Packprofi, also mal gucken. Und anhand der Krankenhaus-Checkliste werden wir uns auch in diesem Video entlanghangeln. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, als allererstes packe ich ein meinen Mutterpass, weil natürlich alle Infos hier drin stehen, die wichtig waren oder sind von meiner jetzigen Schwangerschaft, plus wichtige Unterlagen. Diese beinhalten in meinem Fall im Krankenhaus ein Merkblatt für das Standesamt. Also das Krankenhaus wird das Standesamt benachrichtigen, wenn das Kind geboren ist. Zusätzlich muss André noch ein Dokument abgeben mit unseren Daten und auch mit dem Namen des Babys. Da darf kein Fehler gemacht werden. Da kann man Sachen leider nicht mehr rückgängig machen, steht hier auch so drin. Was hier noch fehlt, sind da Originalurkunden wie die Geburtsurkunde von mir, Personalausweise, Heiratsurkunde für verheiratete Personen und dann gibt es halt noch unterschiedliche Dinge, die du mitnehmen müsstest als geschiedene Person, verwitwete und eingetragene Lebenspartnerschaften. Aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Jedenfalls werde ich meine Unterlagen safe schon mal in den Rucksack packen, weil die werde ich nicht mehr benötigen. Das Gute an der Wickeltasche ist, dass man so einzelne Fächer rausnehmen kann und dann ein bisschen mehr Platz hat. Ebenso brauche ich das kleine Etui nicht für die Geburt und auch keine Wickelunterlage, deswegen alles raus. Und es kommt auch noch hinzu, was ich für später bestimmt benötigen werde, aber nicht für jetzt. Ja, und ich würde euch echt empfehlen, Sachen zu rollen. Da kriegt man echt viel mit rein. Im Übrigen gibt es von Lessig auch noch so eine Bumbag. Kann man sich so ein bisschen umhängen hier wie so eine Tasche. Oder man hängt das an den Kinderwagen, wenn der Papa mal damit rumfährt und keine große Wickelkommode mitnehmen möchte. Passend zu meinem Wickelrucksack wollte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Gibt es in verschiedenen Farben und ich habe mich jetzt für dieses tolle Petrol entschieden. Ich liebe Petrol. Kommen wir zur Bekleidung von mir. Auch hier in dem Dokument steht drin, es ist nur ein Leitfaden, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass ein paar T-Shirts und Oberteile auf jeden Fall viel Sinn machen wird. Wenn jetzt der Milcheinschuss kommt, dann kann das natürlich sein, dass es hier alles versaut wird oder das Baby kotzt dich an oder sonst was. Dann wäre es natürlich toll, wenn du ein Wechselshirt hast. Hier ist die Rede von 4 bequemen, weiten Oberteilen. In meinem Fall ist das einfach nur ein Stilloberteil von H&M. Im April weiß ich nicht, wie warm es sein wird, also nehme ich einen Top mit. Ich habe mir extra noch ein T-Shirt, ein Schlaf-T-Shirt geholt mit Knöpfen vorne, also stillfreundlich muss es auch sein. Die rolle ich dann auch ein, weil wenn ich die rolle, dann passt da mehr rein, was ich hier einpacken möchte. Normales, weites, graues T-Shirt, also ein bisschen lockerer. Und das kann ich dann auch gut tagsüber anziehen. Nachts zum Schlafen habe ich ein Pyjama mir besorgt, weil ich habe irgendwie keine luftigen Pyjamas mehr gehabt. Die waren irgendwie alle zu dick. Hier, das habe ich mir von André gewünscht. Verrückt, ne? Zu Weihnachten habe ich ein Pyjama bekommen. Ja,
aber auch ein stillfreundliches Oberteil, also ein Langarm-Pyjama mit Knöpfen vorne dran. Das war mir super wichtig und auch wichtig, dass das sehr baumwollfreundlich ist, also nichts mit Polyester oder so, weil man schwitzt ja viel nach der Geburt oder beim Stillen und dann wollte ich natürlich so viel Luft wie möglich ranlassen. Pyjama-Hose in lang, eine Jogginghose, die ist jetzt von Zara, auch eine lockere Hose für tagsüber und wenn wir nach Hause gehen. Und ich sag euch, diese zwei Hosen reichen mir eigentlich schon aus. Ich brauche eigentlich nicht noch mehr Hosen. Beim ersten Krankenhausaufenthalt auch nicht mehr Hosen benötigt. Von daher sollte das ganz gut passen. Natürlich dann auch noch ein Cardigan. Hier steht drin, Bademantel oder Strickjacke reichen auch aus. Und ich habe mich jetzt für meinen Baumwollcardigan entschieden. Ein Still-BH und ein bis zwei Körbchengrößen mehr als sonst. Stilltop, Stillbustier. Da kommt natürlich auch die Frage direkt auf, was zieht man eigentlich zur Geburt an? Und ich hatte das letzte Mal, verrückt, ne? Ich habe die Sachen immer noch, das letzte Mal so ein, es muss jetzt auch nicht schön sein, aber einfach nur so ein Baumwoll-Oberteil an, so wie so ein Sport-BH, aber ohne Pads drin, wo man leicht so zur Seite das knicken kann zum Stillen und das Kind drauflegen. Also ich hatte eigentlich nur das an. Und ein weites T-Shirt, genau. Zu Beginn im Kreißsaal hatte ich noch ein weites T-Shirt an und das da drunter. Und dann habe ich irgendwann das T-Shirt ausgezogen. Und dann ist einem sowieso zu heiß, also bin ich die ganze Zeit nur noch in dem Ding hier rumgelaufen. Für später habe ich ein Still-BH, der ist von H&M. Da habe ich jetzt nichts Besonderes, also auch eine Körbchengröße größer. Ist sinnvoll auf jeden Fall. Und nochmal ein Still-Oberteil in weiß, also das wieder schwarze nur in weiß, weil man ja auch ganz wunde Brüste hat, gerade für Erstgebärende ist das vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, was ihr dann für Oberteile anhabt. Also ich hatte irgendwie gar kein Still-BH dabei gehabt oder nur einen zwickenden, den fand ich gar nicht gut. Deswegen finde ich solche Baumwoll-Sportdinger eigentlich am besten, weil die sind sehr bequem. Und dann habe ich noch vier schwarze große Omi-Unterhosen eingepackt, die habe ich jetzt bei H&M gekauft. Ein Tick größer als sonst, weil du ja noch diese fetten Binden trägst und vielleicht auch diese Einmal-Unterhose vom Krankenhaus und da brauchst du keine schöne Unterwäsche oder Tangas oder sonstiges, sondern einfach nur bequeme, große Unterwäsche, die halt alles festhält. Zwei Socken für mich, einmal ein dicker, einmal ein dünner. Dann habe ich noch Latschen eingepackt. Ich habe extra so, die müssen auch nicht schön sein, so adilettenartige Latschen, weil man auch, will jetzt meine Birkenstock-Schuhe nicht mitnehmen ins Krankenhaus, warum auch. Die kann ich super einfach danach waschen und sauber machen, weil Krankenhäuser sind ja jetzt nicht so, man weiß ja nie so genau, ne, mit Krankenhäusern. Das habe ich schon fertig gepackt, mein, ja, was ich halt so brauche, ne, fürs Badezimmer, das zeige ich euch auch jetzt direkt. Eine Zahnbürste, ich wollte noch eine für André einpacken, falls wir in der Nacht das Kind bekommen, dass er auch noch eine Zahnbürste hat, eine Bürste, Trockenshampoo. Ich werde garantiert nicht im Krankenhaus meine Haare waschen, das weiß ich jetzt schon. Deswegen nehme ich immer Trockenshampoo mit, das hatte ich das letzte Mal auch schon. Deo, meine Tagescreme, meine Nachtcreme. Zahnpasta nicht zu vergessen, Leute. Nicht jedes Krankenhaus hat Zahnpasta. Für die Gesichtsreinigung so ein Gel. Make-up-Entferner, falls ich tagsüber Make-up drauf hatte. Dann habe ich hier Stillpads eingepackt. Die soll man nämlich auch, steht nämlich auch auf der Liste. Hygieneartikel, Duschbar, Zahnbürste, Lippenpflege, Haargummi, Binden, Einmalunterhosen und Handtücher sind schon in Geburtsräumen vorhanden. Deswegen nehme ich jetzt nur die mit. Hatte die beim ersten Kind gar nicht benötigt. Kann ja sein, dass es jetzt beim zweiten Mal ganz anders wird. Deswegen habe ich jetzt einen Vorrat auf jeden Fall dabei. Ich hatte ja noch von meinem Probepaket von der Bahnhofsapotheke ein Geburtsöl. Das ist für Geburtsarbeit und bei Stimmungsschwankungen kann man sich das so ein bisschen einreiben.
weil es eben schon als Pröbchen mitkam, will ich es auf jeden Fall mitnehmen. Dann habe ich noch von meinen Freundinnen zum Blessing Way ein Heftchen geschenkt bekommen mit Glückwünschen und ganz tollen Texten zur Geburt. Und die habe ich mir noch nicht durchgelesen. Die will ich mir dann kurz vor der Geburt durchlesen. Also jetzt nicht, wenn ich im Kreißsaal bin, sondern vielleicht einen Tag vorher oder... Naja, wenn man schon mal spürt, es geht los irgendwie, möchte ich mich noch so ein bisschen motivieren, weil da sind so ein paar Motivationssprüche drin, glaube ich. Die möchte ich mir durchlesen. Das hatte ich bei Noah nicht. Und ich werde auch dieses Heftchen weiterführen für unser zweites Mäuschen, dass ich da so Sachen reinschreibe, Eigenschaften, Haare reinklebe und so weiter. André ist ja hier für die Playlist zuständig. Wir möchten wieder im Kreißsaal unsere Geburtsplaylist abspielen, sag ich mal. Also übers Handy im Offline-Modus und dann einfach unsere Box mitnehmen und unsere Playlist anschmeißen. Wenn ihr Interesse habt an einer Playlist oder wenn ich die sharen soll, dann sagt unbedingt Bescheid, dann mache ich die auf öffentlich. Vielleicht ist das ja auch was für euch. Mir hat es auf jeden Fall beim ersten Mal geholfen, meine Lieblingsmusik zu hören. Also es ist jetzt keine Hardcore-Hip-Hop-Musik, sondern eher so sanftere Töne, ne? Also schöne Lieder zur Geburt. Finde ich eigentlich ganz schön. Ein Ladekabel darf nicht fehlen. Da ich ja auch gestern im Krankenhaus zur Besprechung war, habe ich extra nochmal nachgefragt, ob ich eine Kerze mitbringen darf. Diese Kerze hat eine Bedeutung, die habe ich nämlich von meinen Freundinnen bekommen, mit ihren Wünschen für die Geburt für mich. Jedes Band stellt einen Wunsch dar und ich fand die Idee so schön und ergreifend, dass ich auf jeden Fall diese Geburtskerze mitnehmen möchte. Und ich habe gefragt, ob das geht. In der Regel darf man keine Kerze mit in den Kreißsaal nehmen, außer sie sind umschlossen mit einem, ja, mit einem Glas. Also das müsste ich vielleicht nochmal holen, aber so ein hohes Glas, wo die Kerze drin steht, da sollte nichts mehr passieren und das darf ich tatsächlich mitnehmen. Das habe ich bei der ersten Geburt nicht gemacht, also da habe ich ja sowas nicht bekommen, aber ich finde das richtig nett und richtig schön und ja, ich möchte es mir einfach muckelig machen, ne? Klar, wenn das Kind ein bisschen schnell daherkommt, dann wird vielleicht keine Zeit mehr sein, aber ich nehme sie trotzdem mit. Weiter geht's mit den Babysachen. Das hier. Das ist super praktisch, das Teil. Dann muss ich nämlich nicht extra die Sachen rausfriemeln aus der Tasche, sondern habe alles hier parat. Und zwar auch gleichzeitig nochmal auf diese Checkliste ein paar Bodies mitnehmen und ein paar Hosen. Kleidung wird es von meinem Krankenhaus vor Ort geben, deswegen werde ich nicht so viele Sachen mitnehmen. Das, was ich mitnehme, ist auf jeden Fall für die Heimreise gedacht und als Ersatzkleidung im Krankenhaus. Eine Pumphose einpacken für die Heimreise, Langarmbody, ein Langarmwickelbody. Von Tom und Jenny habe ich das bekommen. Ihr könnt es an diesem gelben Punkt erkennen. Tom und Jenny machen ganz tolle Bio-Baumwoll-Bodies, auch im Abo erhältlich. Und das Schöne an den Bodies sind auch hier an den Ärmchen, diese Täschchen, die kann man dann umklappen, falls die Hände frieren oder das Baby kratzt sich gerade so doll, dann kann man das umklappen. Mehr Infos zu Tom und Jenny findet ihr in der Infobox. Die wollte ich euch zeigen. Das war Noahs Wollmütze, die man in der Havelhöhe bekommt. Die werde ich nicht einpacken, denn ich denke mal, man kriegt wieder vor Ort eine Wollmütze. Deswegen packe ich jetzt nur ein normales Baumwollmützchen ein, auch für Neugeborene. Ein Kurzarm-Wickelbody habe ich noch dabei. Ja, ein Mulltuch für die Heimreise, das ich dann übers Auto gebe, über den Autositz, den wir uns ja ausleihen werden. Und wenn es warm wird, ne, nehme ich dann ein Mulltuch. Und wenn es kalt wird, nehme ich eine Wolldecke. Im Krankenhaus werden die schon alles da haben. Und zusätzlich gibt es noch das hier. Das habe ich mal irgendwo geholt. Das ist so ein Überzug für einen Maxi-Cosi-Sitz.
weil wir ja den Maxi-Cosi von einer Freundin bekommen und ich den jetzt nicht verdrecken möchte, falls das Kind doch Kaka macht oder so, nehme ich doch lieber einen Bezug mit. Also das ist wirklich das Unnötigste, was ich überhaupt mitnehme fürs Baby, aber besser vorbereitet sein als, ihr wisst schon, wenn das Malheur passiert, ne? Und dann habe ich noch, entweder nehme ich die mit oder noch ein paar andere Wollsocken. Die werde ich nämlich von räubersachen.de ausleihen. Sowie noch eine Wollhose für Babys, für den Heimweg, wenn es doch ein bisschen kälter sein wird. Da kann man nämlich Wollsachen ausleihen für günstig. Und gerade zu Beginn, wenn die Babys noch so klein sind, wachsen sie ja so schnell raus. Und diese Wollsachen sind mega teuer und deswegen werde ich mir die dieses Mal ausleihen. Babyschale für die Heimreise und eine Windel für die Heimreise. Ach so, dann kriegt das Kind natürlich noch ein Jäckchen. Ich habe jetzt hier ein Jäckchen von meiner Cousine noch. Das kriegt das Baby angezogen. Und das war's. Mehr habe ich nicht für die kleine Maus. Brauche ich auch nicht. Nicht zu viel mitnehmen, weil sonst... Ihr wisst, ne? Des Weiteren steht hier drin, Kamera mitbringen. Ich nehme sowieso meine Kamera mit, weil wir werden auch vor Ort ein bisschen filmen. Plus kräftige Snacks für die Begleitperson oder leichtes und schnell verfügbares für die Frau, wie Müsli-Riegel, Traubenzucker, saure Drops, Trockenobst, Nüsse, Säfte, Kraftsuppe. Ich weiß, dass meine Mutter auf jeden Fall ein bisschen Essen mitbringen wird und ich werde... wie beim ersten Mal schon, einfach nur Traubenzucker für die Geburt mitnehmen. Ich weiß noch, dass ich bei der Geburt die ganze Zeit zu André meinte, Traubenzucker, Traubenzucker, Traubenzucker. Und er hat mir immer weiter Traubenzucker reingestopft. Genau. Und das Wichtigste kommt zum Schluss, Leute. Nämlich das Geschenk für Noah. Und wenn ihr euch fragt, was ist denn da jetzt drin? Warum bringt ihr denn jetzt so ein Riesengeschenk für Noah mit? Das ist eine Toni-Box mit Toni-Figuren, die das Baby dem Noah dann schenken wird, wenn die sich kennenlernen. Ihr könnt ja auch nur ein Buch schenken oder so, aber ich habe mir schon das so ausgemalt, dass diese Toni-Box, die hätte er sonst zum dritten Geburtstag bekommen, aber das war jetzt die perfekte Möglichkeit, diese Toni-Box für Noah irgendwie zu schenken. Und ich denke mal, er wird sich richtig freuen, weil er gerade auch sehr auf Hörbücher abfährt. So, Technikkram und Geschenk nimmt André mit. Ich packe das noch in meinen Rucksack. Alles ist hier drin. Verrückt, ne? Ach so, die muss ich auch noch abmachen. Die kommt dann an den Kinderwagen dran, aber der kommt ja nicht mit. Deswegen brauchen wir das gerade auch nicht. Ich hoffe sehr, das Video war sehr hilfreich für euch. Also das sind wirklich die Dinge, die ich im Krankenhaus benötige und die das Baby benötigt. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet oder was ihr sonst noch mitnehmen würdet. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vergesst nicht zu abonnieren und auch auf Instagram bin ich unter Alina Lay zu finden. Wir sehen uns dort. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss!